Hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie ihr ein vom Sturm zerstörtes Gewächshaus wieder reparieren könnt. Viel Spaß dabei. Ja, unser eines Gewächshaus ist leider beim letzten Sturm ein bisschen kaputt gegangen und da sind diese Platten rausgeflogen, die Hohlkammerplatten. Das ist halt das Problem, wenn man diese billigen Baumarktgewächshäuser kauft. Also das hat irgendwas um die 200 Euro gekostet, also es taugt einfach gar nichts, es ist nicht zu empfehlen. Gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus und kauft euch ein gescheites Gewächshaus. Nichtsdestotrotz wollen wir das jetzt trotzdem versuchen, heute wieder zu reparieren. Zum einen müssen wir die Platten, die jetzt noch aufzufinden waren, wieder reinfügen und gucken, ob die noch gehen oder nicht zu sehr zerbrochen sind. Und dann habe ich noch ein paar Platten geschenkt bekommen und die versuchen wir dann noch zuzuschneiden und sie auf dieses Gewächshaus anzupassen. Wir hoffen, dass sie reinpassen. Viel Spaß beim Video. Ich schaue jetzt erstmal, was ich hier noch rumliegen habe. Also hier, man sieht auch die Qualität, also das ist noch nicht alt und so spröde schon. Also das ist wirklich ein Ramsch, aber die können wir natürlich nicht mehr verwenden. Kommt gleich weg. Das ist das Dachfenster. Und hier die. Ah, das ist das untere Dachfenster, genau. Schon mal die Platten grob sortiert, was wir jetzt noch da haben, und würden sagen, ich fange jetzt einfach mal an, die ersten reinzusetzen wieder. Ja, wir haben jetzt schon das erste Teil hier reingemacht. Da müssen wir jetzt hier diese Klammern so reinklemmen. Wenn die ein bisschen lasch reingehen, kann man die auch ein bisschen mit der Hand wieder in die andere Richtung drücken, dass die ein wenig fester werden. Und dadurch werden diese Hohlkammerplatten gehalten, was natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, es ist halt nicht gerade windsicher gemacht, deswegen wollen wir das dann am Ende noch mit Silikon verkleben, dass es halt einfach ein bisschen stabiler wird. Ach so, wir haben schon mal jetzt angefangen, die Dachplatten zuzuschneiden. Wir hatten hier folgendes Problem. Die originalen Platten haben nicht mehr ausgereicht. Die sind entweder zu porös oder waren weggeweht. Also man hat sie nicht mehr gefunden. Und jetzt haben wir ja unsere Ersatzplatten, die ich geschenkt bekommen habe. Folgendes Problem war hier, dass die zu schmal waren. Also die waren irgendwie 59, wir hatten 61 gebraucht. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir diese Schienen hier versetzen. Also wir bohren praktisch neue Löcher. Folgendes Problem ist jetzt hier dabei, dass wir im letzten Feld dann natürlich, wenn wir alle Schienen weiter rüber machen, dass das extrem breit wird. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir zwei Platten quer reinmachen. Aber da kommen wir dann später dazu. Wir machen jetzt erstmal die Schiene hier raus und bohren sie neu. Als erstes mache ich jetzt hier erstmal die Schrauben lose. Ja, wir haben jetzt die Platte ausgemessen, die ist jetzt 4 cm zu lang, deswegen ritze ich sie hier jetzt mit dem Cutter ein. Selber auf der anderen Seite. So, dann nehme ich die Wasserwaage. Würdest du die mal halten? Ja, wir haben jetzt die lose Schiene hier ungefähr mit einem kleinen bisschen Abstand für die Klammern jetzt hier eingelegt und werden jetzt nach diesem Maß die neuen Löcher für die Schrauben bohren. Mal mit einem dünneren Bohrer vorbohren, das ist nur Alu, es geht relativ leicht.
Ich habe jetzt erstmal mit einem dünneren Bohrer vorgebohrt. Und bohre jetzt hier die Löcher rein. Ja, jetzt sind einige Tage vergangen. Wir haben jetzt das Gewächshaus fertiggestellt. Es war doch ein bisschen mehr Arbeit wie gedacht. Wir haben ja jetzt die Streben alle versetzt, weil die Platten ja zu kurz waren. Jetzt hatten wir hier natürlich eine zu breite Fläche. Da habe ich jetzt einfach so eine Aluschiene mit reingeschraubt und einfach zwei Platten in der anderen Richtung abgeschnitten und die jetzt so quer praktisch rein. Ja, so viel dazu. Drin haben wir natürlich auch schon einmal umgegraben, was dann noch ein zweites Mal geschehen wird. Wenn es jetzt im Frühjahr ein bisschen wärmer wird, dann werden wir das natürlich auch noch alles schön sauber machen, aber es ist einfach zu kalt, es friert ständig und dann werden wir es auch noch mit Silikon abspritzen. Ja, das Gewächshaus ist jetzt wieder fertig für den nächsten Einsatz. Eure Aufgabe ist es jetzt einfach, uns vorzuschlagen, wie wir unsere Salatsaison beginnen können, welche Sorten wir als erstes ansäen sollen. Schreibt es einfach in die Kommentare und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Eure Profi-Amateure.